Hi Leute, ich bin's Albert von wparea.de und in diesem Video geht es um eine kleine Erfolgsstory und zwar mit Windows Phone. So was gibt es, obwohl die meisten Hersteller tatsächlich wenig Gewinn machen oder überhaupt keinen Gewinn machen mit Windows Phone, gibt es einen Hersteller, der sich in Windows Phone sehr wohlfühlt, muss man sagen, und auch sehr erfolgreich ist damit. So erfolgreich, dass man jetzt auch seinen Weg aus den USA nach Europa zieht. Und das ist eben Blue. Wir haben von diesem Hersteller zum ersten Mal am 27. April 2014 berichtet. Und wenn ihr schon einmal bei wparea.de vorbeigeschaut habt oder regelmäßig lest, dann werdet ihr auch ganz sicher von diesem Hersteller gehört haben. Denn wir berichten auch sehr regelmäßig von ihren neuen Produkten und Ankündigungen. Und am 27. April 2014, also letzten Jahres, haben sie ein Smartphone angekündigt, ein Windows Phone eben, das wir hier haben. Also hier haben wir das Foto über ihre Facebook-Seite und sie haben seitdem ihre Windows-Phones auch sehr aktiv promotet. Wenn man beispielsweise hier in ihre eigenen Fotos schaut, dann werden wir gleich sehen, dass da auch sehr viel Arbeit gemacht wird und sehr viel Wert gelegt wird darauf, dass man eben die Windows-Plattform fördert. Hier haben wir beispielsweise das Win Junior LTE. Das ist das Smartphone, das ich heute auspacken werde. Und man sieht hier auch, dass sehr viel darauf gesetzt wird, dass man Windows Phones promotet. Hier haben wir beispielsweise wieder ein Windows Phone Startscreen zu sehen, ebenfalls auf dem Win Junior LTE. Und auch hier, also das heißt, es wird wirklich viel Arbeit gemacht, es wird wirklich viel investiert, dass man ihre Smartphones promotet. Und sie haben das auch sehr erfolgreich gemacht, offensichtlich. Denn sonst wären wir jetzt nicht hier, sonst würden wir uns dieses Smartphone nicht ansehen können, denn es kommt am 11.8. nach Deutschland. Und dann dürfen wir auch offiziell darüber berichten, dürfen wir auch offiziell das Smartphone testen. Wir kriegen es zum Glück etwas früher. Und das ist hier. Heute werden wir das Gerät also auspacken, das wir hier von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und heute werfen wir einfach einen ersten Blick darauf. So, dann machen wir das gleich mal auf. Ich habe das natürlich schon ausgepackt, damit das hier nicht allzu lange dauert. Hier haben wir die Verpackung vom Smartphone, sieht auch recht ähnlich aus wie andere Windows Phone Verpackungen, die wir ansonsten kennen. Von den Spezifikationen haben wir GSM-Unterstützung, 3G, LTE. Dann haben wir als Betriebssystem Windows 8.1 steht hier, ein 4,5 Zoll FWVGA Display, also 480 x 400, 854 Pixel. Dann haben wir einen Qualcomm Snapdragon 410 Prozessor mit 1,2 GHz, ist ein Quad-Core. Und 8 GB internen Speicher sowie 1 GB Arbeitsspeicher. Kameratechnisch sind wir hier mit einer 5 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus und einer VGA Frontkamera ausgestattet. So, das wäre mal die Verpackung. Hier darf man dann aufreißen, ist natürlich auch schon gemacht worden, ist ja auch ein Testgerät. Und dann zieht man die Verpackung hoch. Und hier ist das Blue Junior LTE, erstmals hier in Europa, dann packen wir gleich die Folie weg. Dann haben wir hier einiges am Display drauf, natürlich einige Infos, können wir auch wegreißen. Und was hier auch noch auffällt, wir haben auch hier eine Displayschutzfolie drauf, die ich nicht entfernen werde, die lasse ich mal gleich drauf. Und hier auf der Rückseite haben wir die Case, das ist eine graue Case. Dann lassen wir das Smartphone einfach mal hier draußen und schauen weiter, was es so in der Verpackung gibt. Also einige Informationen von Blue, wo sich Kamera und so weiter befindet, so netten Kärtchen, auch ganz toll. Dann haben wir hier Kopfhörer, die sehen gar nicht mal so schlecht aus, werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren, was die taugen. Aber überhaupt cool, dass sie mitgeliefert werden. Microsoft macht das nämlich nicht. Ein USB-Kabel und eine zweite Case, wie es aussieht. Oh, eine quasi Hülle, so eine Plastikhülle, kennt vielleicht schon eh jeder, die meisten auf ihr iPhone drauf tun, womit es dann relativ hässlich aussieht, aber es passt hier perfekt drauf. Nokia hat das beim Lumia 800 zum letzten Mal mitgeliefert oder Lumia 900. Auf jeden Fall sehr cool, dass die das mitliefern, dass das hier dabei ist. Das ist auch etwas, das man nicht jeden Tag sieht und ist auch sehr cool, wenn jetzt noch eine Micro-SD-Karte dabei ist. Das wäre dann auch wirklich genial. Oh, nicht eine Micro-SD, aber ein Screen Protector, das heißt so ein
Display, eine Display-Schutzfolie. Voilà, die werden wir gleich mal hier rausnehmen. So, geht denn das? Das ist, da klebt das da oben dran. Das jetzt zu lösen wird gar nicht so leicht, ne? So, wenn ich das jetzt rauskriege irgendwie, ohne die Packung zu sehr zu beschädigen, weil irgendwann muss das zurück und vielleicht auch weiter an jemanden anderen. So. Das hier sind die Plastikfolien für das Display. Hier haben wir schon eine drauf. Und hier ist quasi die zweite, auch sehr cool, dass man das mitliefert. Dass das hier dabei ist, schützt das Display auf jeden Fall am Anfang vor Kratzern und so weiter. So, und während das Ding jetzt gleich bootet, das schalten wir gleich ein über den Home-Button hier rechts, werden wir das Ding mal aufmachen. Ich brauche dazu hier ein kleines Werkzeug. So. Und da greife ich mal runter. Okay. Hört sich nicht so gesund an. Hier auf der Rückseite haben wir eine ganz einfache Plastikcase. Offensichtlich hier ein NFC-Empfänger, glaube ich. Und so sieht das Teil hier hinten aus. Wir haben einen 2000 mAh starken Akku. Ist gar nicht mal so schwach, finde ich. Wir haben einen Dual-SIM-Slot. Und wir haben einen Micro-SD-Karten-Slot hier. Ganz direkt unter der Kamera. Darüber ist der Blitz. Und sieht ganz gut aus. Das Smartphone gefällt mir auch von der Haptik jetzt mal ganz gut. Jetzt machen wir die Case wieder drauf und richten das Ding mal ein. Also das Knarzen hier hört sich an wie beim Samsung Smartphone, wenn man die Case zurück drauf tut. Aber auf jeden Fall finde ich das Gerät auch sehr hochwertig. Sieht auch ganz gut aus. Hier haben wir die graue Rückseite mit einem Art Metallic-Effekt. Kennen viele vielleicht von ihrem Auto. Aber ist auf jeden Fall Polycarbonat. Und auf der Seite haben wir hier einen Metallstreifen mit den beiden Buttons. Die Buttons sind auch ganz gut verarbeitet, haben auch irgendwie so eine kleine Textur, so eine raue Textur drauf. Ich glaube, das sieht man jetzt gar nicht bei der Kamera. Versuchen wir es mal. Und auf jeden Fall sieht das ganz gut aus, aber fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Man findet die Buttons sofort und man hat auch irgendwie ein bisschen ein Grip drauf. Also das ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Wenn das mal fokussieren will. Und jetzt richten wir mal das Gerät ein. So. Ja, alles wird akzeptiert. Komm schon. Have fun. Okay. So, jetzt sind wir auch schon mit der Einrichtung fertig. Und jetzt haben wir das Smartphone quasi auf dem Werkszustand. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen im System um, was so drauf installiert ist. Wir haben hier die Amazon-App, eine Blue Help App, auch ganz interessant. Okay. Cortana, DataSense, das heißt alle Microsoft-Apps praktisch gesehen. Und eigentlich ansonsten nichts vorinstalliert. Wie ich hier merke, gibt es eigene Töne für Blue. Quasi, sie haben eigene SMS-Töne auch integriert. Die sieht man dann hier, auch sehr cool, dass sich ein Hersteller so weit bemüht, aber ansonsten gibt es wirklich nichts, was man ansonsten hier ausprobieren kann. Mein erster Eindruck ist jetzt auch sehr positiv, muss ich sagen, mir gefällt vor allem das Design. Also ist jetzt nicht irgendwie aufwendig, ist jetzt auch nicht großartig, kann man auch nicht sagen, aber es ist schlicht, es ist ganz simpel, es gibt eine schöne Rückseite, keine unnötigen Sticker oder Zertifikate hier unten, das hat man alles nicht drauf. Nur hier für die Kamera das 5 Megapixel quasi Icon, das Blue Logo und hier unten die Unterstützung für 4G LTE. Das darf doch dann noch drauf sein. An den Seiten die Buttons mit einer sehr schönen Textur. Da gibt es absolut nichts zu sagen. Ich finde das auch sehr schön, dass das hier drauf ist. Oben haben wir USB und also Micro-USB und dann die 3,5 mm Kopfhörerbuchse und auf der linken Seite haben wir gar nichts, genauso wie unten. Also auf jeden Fall sehr positiver erster Eindruck. Was mir hier bisher negativ aufgefallen ist, das ist der Touchscreen, der nicht ganz perfekt reagiert. Vielleicht liegt das jetzt einfach daran, dass jetzt keine Displayfolie drauf ist. Bei manchen Geräten habe ich das tatsächlich auch erlebt, wo das mit Displayfolie besser war. Das Display fühlt sich ein bisschen so an wie jenes vom Surface RT, nicht so extrem, aber da war einfach dieses Wischen über das Display einfach nicht so gut, war einfach nicht so gut möglich, weil eben das Display ein bisschen weniger rutschig war, so würde ich das beschreiben.
als bei anderen Geräten. Also man konnte einfach mit dem Finger nicht so toll, nicht so einfach drüber wischen. Ist jetzt vielleicht ein subjektiver Eindruck, kann auch sein, dass es nicht irgendwie hardwarebedingt ist oder dem Glas bedingt, sondern einfach mein eigener Eindruck, mein quasi persönlicher Bias, Gewohnheit eben auch von anderen Geräten. Aber bisher sehr gut. Ich habe jetzt auch nicht bemerkt, dass das Smartphone einfach gar nicht reagiert, sondern wirklich einfach nicht ganz das tut, was ich möchte. Auf jeden Fall, das war's vom Blue Wind Junior LTE. Das Review wird auf jeden Fall, also das Review, das Hands-on jetzt, dieses Video wird auf jeden Fall am 11.8. rauskommen, wann das Gerät dann, ich glaube, in Deutschland startet. Preislich ist es irgendwo im Low-End bis Mid-Range Sektor angesiedelt. Ich würde jetzt gleich mal so sagen, 150 Euro ist jetzt meine Vermutung. Habe jetzt auch nicht genau die Preise in den USA beobachtet, aber um diesen Preis herum dürfte das Gerät angesiedelt sein. Ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!